gegangen, Jones ebenfalls. Der Vorsprung von Piquet ist dadurch etwas größer geworden. Man ist bei Ferrari auf Patrick Tambay nach diesem Imola Grand Prix sehr sauer gewesen, und zwar nicht deshalb, weil eine Gefahr für Villeneuve oder Pironi gewesen wäre, denn Tambay lag ja nach einem Reifenwechsel Boxenstopp zwei Runden zurück, sondern man war ihm deshalb böse, weil Tambay den Ferrari-Fahrern die Show gestohlen hat, weil er gezeigt hat, offenbar, schaut her, es ist gar nicht so schwer, an der Spitze zu sein, ich kann es auch. Und er ist eine Stunde lang mit dem führenden Pironi mitgefahren, hat das Tempo des führenden Ferrari-Fahrers also fast problemlos halten können. Es ist ja nichts ermutigender für einen Verfolger im Grand Prix-Sport als den führenden Wagen vor sich zu sehen. Andererseits ist nichts mehr demoralisierend, als wenn man den führenden Wagen immer kleiner werden sieht und dann hinter einer Kurve verschwinden und dann hat man überhaupt keinen Sichtkontakt mehr zum führenden. Psychologisch ist also Alan Jones im Augenblick sicherlich im Vorteil. Er übt augenblicklich sehr starken Druck aus Nelson Piquet auf. Allerdings zu einem führenden Wagen aufschließen, ist eigentlich für einen Wagen in Monte Carlo zu überholen, das ist ein ganz anderes Problem. Der Endsein von Marc Surer vor Piquet und Jones. Surer liegt an 12. Stelle. Piquet, Jones, Villeneuve, Lafitte, Watson und Prost die ersten 6. Ja, jetzt hat Jones einfach keinen Weg gewusst, um an Piquet vorbeizukommen. Löw Haarnadel, hier ist ein Überholen praktisch unmöglich. Sie erinnern sich die Kollision zwischen Menzel und Reutemann? Beim Anbremsen der Schikane ist viel zu gefährlich, ein Überholmanöver zu riskieren, weil die Schikane einfach viel zu schmal ist und immer nur ein Auto Platz hat, um wirklich gefahrlos durch diese schnelle Schikane durchzufahren. Duell um den Sieg in Monaco zwischen Nelson Piquet und Alan Jones. Keiner von beiden hat jemals diesen klassischen Grand Prix gewonnen. Der einzige, der hier schon einmal gewonnen hat, war Carlos, der und heute noch am Start war, war Carlos Reutemann, und der ist in der 34. Runde an 13. Stelle liegend ausgeschieden. 41. Runde, erster Piquet, zweiter Jones. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Alan Jones damals vor 3 Jahren in diese Kollision zwischen Lauda und Pironi an dieser Stelle verwickelt war. Jones hat eine Möglichkeit gesehen, damals beide Wagen, sowohl den Ferrari als auch den, sowohl den Ligier als auch den Brabham auszutricksen. Piquet und Jones in der Tabakskurve. Dritter immer noch Villeneuve, der sicherlich Schwierigkeiten mit dem Ferrari Turbo hat, dadurch das Tempo verlangsamen musste. Möglicherweise auch haben die Bremsen nachgelassen, was bei Ferrari sehr oft passiert, was zum Beispiel Didier Pironi in den beiden letzten Grand Prix-Rennen immer wieder zurückgeworfen hat. Dritter also Villeneuve mit dem Ferrari Turbo. Vierter Jacques Lafitte auf Ligier Talbot, der in Monaco immer stark fährt. Voriges Jahr Zweiter hinter Reutemann. Fünfter John Watson mit dem McLaren MP4 und sechster Alain Prost mit dem neuen Renault RE30. Das ist der einzige wirklich neue Wagen, der noch im Rennen ist. Die beiden neuen Lotus 87 von De Angelis und Menzel sind durch Motor- bzw. Aufhängungsschaden ausgeschieden. Sechster ist Patrick Tambay auf Theodore, siebenter Didier Pironi auf dem Ferrari. Siebenter also Tambay, achter Pironi, neunter Bruno Giacomelli auf Alfa und zehnter ist Michele Alboreto auf Tyrrell. Elfter dann Eddie Chiva,
der sich in der Mirabeau-Kurve gedreht hat, und 12. Mark Surer, der schon nach der ersten Runde an die Box musste, unschuldiges Opfer dieser Kollision, Andretti De Cesaris in der ersten Runde. Nur wer die ersten 6 in der gleichen Runde. Allein Prost mit dem Renault Turbo ist derjenige, den Piquet als nächste überrunden wird, und Piquet in Schwierigkeiten. Haben Sie gesehen, wie Piquet jetzt all die Mühe aufwenden musste, um den Brabham noch auf der Straße zu halten? Das ist eine sehr schwierige Passage da unten am Swimming Pool. Das war die Stelle, an der es im Training die meisten Unfälle gegeben hat. Rebacke, Pironi und so weiter. Jones versucht, einen Angriff auf Piquet vorzutäuschen, aber ich glaube, das war nur mehr ein Manöver, um den Führenden zu irritieren, um ihm zu zeigen, ich bin immer da, denn echt, glaube ich, hatte Jones da wirklich keine Chance, hier zu überholen. Man muss einfach schon im Ausgang der Casino-Kurve zumindest auf gleicher Höhe mit dem anderen Wagen sein, um halbwegs gefahrlos zu überholen. Runde. 33 Runden noch zu fahren. Nelson Piquet hat ein deutlich angeschlagenes Auto. Jones ist ihm immer näher gekommen, hat schon ein paar Angriffe vorgetäuscht. Und die große Frage ist jetzt, wie lange kann Nelson Piquet dem Druck von Al Jones, dem Weltmeister, standhalten? Ein Duell, das sicherlich mit großer Erbitterung und ich möchte fast sagen Verbitterung geführt wird. Die beiden waren ja die großen Gegner der Weltmeisterschaft 1980. Piquet hat es recht in den Rückspiegel geschaut, vor ihm stand Jones. Jones hat diese Weltmeisterschaft in Montreal im vorletzten Lauf entschieden durch eine Kollision mit Nelson Piquet, und manche behaupten, es ist volle Absicht gewesen. Jones ist jetzt nach links gegangen, also nach außen. Das war genau die andere Seite als eine Runde vorher. Ich erzähle Ihnen schnell fertig das Duell zwischen Piquet und Jones. Wie gesagt, in Montreal, durch diese Kollision musste dann zum zweiten Start, weil es hat wieder einmal einen Abbruch nach der Massenkollision und einen neuen Start gegeben. Durch diesen Unfall musste Piquet in den Ersatzwagen umsteigen, hat damals 30 Minuten lang geführt bis zum Motorschaden, und Alan Jones ist dann problemlos Weltmeister geworden. Und dieses Duell zwischen Jones Villeneuve, 21 Sekunden, also 21 Sekunden Rückstand auf den dritten Gilles Villeneuve mit dem Ferrari Turbo, der entweder mit dem Turbo oder aber, was ich eher glaube, mit den Bremsen Schwierigkeiten hat. Und das jüngste Duell zwischen Jones und Piquet hat ebenfalls durch Carambolage geendet. Das war in Zolder in Belgien. Piquet hat geführt. Jones hat ihn in einer zweiten Gangkurve, also bei relativ geringer Geschwindigkeit, gerammt. Piquet ist gegen die Fangnetze gestürzt. Der Wagen war beschädigt, Piquet unverletzt geblieben, aber Jones hat die Führung geerbt. Wie gesagt, bis dann er selber aus seiner Kurve abgekommen ist, weil der dritte Gang ausgebrochen hat. An all das haben natürlich die beiden Fahrer keine Zeit, jetzt zu denken. Aber nur damit Sie wissen, was der Grund für dieses erbitterte Duell ist zwischen Piquet und Jones. Und selbstverständlich steht ja die Weltmeisterschaft 1981 im Vordergrund. Reutemann hat 34 Punkte, Piquet 22, Jones 18. Wer auch immer gewinnt, kann also Reutemann heute nicht überholen. Aber es geht darum, wer Zweiter wird in der Weltmeisterschaft vor dem nächsten Grand Prix Spanien heute in 3 Wochen. Immer wieder Bildausfälle bei mir hier in Monte Carlo. Ich hoffe, Sie können den Grand Prix halbwegs problemlos mitverfolgen.
ist der Abstand zwischen Piquet und Jones wieder größer geworden. Vielleicht hat sich der Weltmeister verschaltet, gedreht sicherlich nicht, denn sonst wäre der Abstand größer. Es sind ungefähr 150 Meter, zwischen, na weniger, 100 Meter zwischen Piquet und Jones. Piquet Jones. Dritter Villeneuve, vierter Lafitte, fünfter Watson, sechster Prost, siebenter Tambay, achter Pironi, neunter Alboreto, zehnter Giacomelli. Alboreto hat also Giacomelli überholt, elfter Chiva, zwölfter Sura. Naja, und acht Fahrer bereits ausgeschieden, unter ihnen auch die beiden Eros-Fahrer, Riccardo Patrese durch Unfall und Siegfried Stohr durch mehrere Boxenhalte.